Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Jawohl, heute steht Tourtag 7 an der Reihe an und wir sind heute wieder im Heidepark Resort. Ja, genau, so sind wir. Und wie geht heute. Der Song? Weiß ich gar nicht, wie der geht. Los geht's. Jetzt Spaß beginnt. Die ist nur für dich bestimmt. Rauch ein, du wirst es lieben. Sachen und Staunen, Gänsehaut kriegen. Schließ die Augen. Oh, oh, ja, und jetzt. Hoffentlich werden wir heute ein bisschen Gänsehaut erleben. Ha? Genau, und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 19. August 1978. War was passiert? Und zwar hat Geburtstag. Und wir sind heute am 19. August hier und der hat wir heute Geburtstag. Nicht, dass er heute Geburtstag. Zufall. Happy Birthday, Heidepark. Ja, yeah. In dem Fall. Auf jeden Fall, ja. Laufen wir zum Eingang und hoffen auf einen schönen Tag. Ja. Wir waren ja am Tourtag 6 schon für euch hier. Wir testen heute die anderen Attraktionen ein bisschen. Attraktionen machen. Genau, und werdet schöne Sachen vom Park sehen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Vlog und auf geht's, oder? Viel Spaß. Grüßele. So, wir sind mittlerweile im Park drin. Ja. Und wir zwei laufen jetzt Richtung Lokflug. Wildwasserbahn. Wildwasserbahn. Ja, vielleicht werden wir ja nass. Genau. Weil die haben wir gestern nicht gemacht. Und danach machen wir die Floßfahrt und ihr seht dann jetzt ein paar Impressionen von der Wildwasserbahn und danach von der Floßfahrt. Genau, viel Spaß euch. Ja, wir wollten Wildwasserbahn fahren, wie ihr seht. Ja, ist sie leicht trocken. Und Vanessa zeigt schon, da hinten steht sie. Sie will das Bötchen erfahren, die Schifffahrt. Und ja, die machen später wahrscheinlich noch auf, habe ich gefragt, den Operator. Aber solange es ausgetrocknet ist, was will man machen? Vanessa winkt mich zu. Herzlich willkommen und dann in Peppa Pigland. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder, Sean. Jetzt wisst ihr es. Wir fahren jetzt die Schiffle und die stehen auch gerade irgendwie. Gut, dann fahren wir halt Schäfle. Und weißt du, dass der Peppa Pig wohnt? Ja, los. Auf geht's zu Schäfle-Fahrrad. Und davon vielleicht ein paar schöne Impressionen. Floßfahrt war die schön. Wir haben uns jetzt hier schon gemütlich gemacht und am Schattenbäumchen. Hier fährt die Monorail vorbei, wie ihr seht am Schatten. Und hier laufen die Leute, alle machen sich voll den Stress. Wir chillen unser Leben heute irgendwie. Ja, wir tun heute sehr viel. Ein gemütlicher Park im Heidepark. Ein gemütlicher Tag im Heidepark. Ja. Genau, wir fahren heute ein bisschen auf die ruhigeren Sachen. Zeigen euch ein paar schöne Ecken vom Park. Ein paar schöne Eindrücke aus ein paar Perspektiven. Versuchen einzufangen, die Pflanzen, die Vielfalt hier, diese Thematisierung zu zeigen, euch ein bisschen. Und wir machen uns jetzt noch gemütlich, trinken erstmal einen Schluck Wasser. Wie war die Fahrt? Thematisiert. Es war halt eine Fahrt um einen kleinen See. Eine entspannte Fahrt. Genau, wie ihr gesehen habt, aber wirklich Thematisierung war da nicht. Pflanzen, so gab es auch nicht wirklich viele, aber alles, was hier ist, der Rasen, so, das ist schon gefickt. Genau, jetzt in dem Sinne wünschen wir euch mal viel Spaß bei den nächsten Impressionen aus dem schönen Park hier.
Und wir trinken noch ein bisschen kühles Nass und Wasser und chillen so. Bis später. So, wir sind jetzt diese schöne Bootsfahrt. Warum stehst du eigentlich immer in der Sonne, wenn wir schwimmen? Weiß nicht, keine Ahnung. Wir sind jetzt diese Bootsfahrt hier gefahren, wo wir als Märchenfahrt im Europapark kennen. Aber wir sind jetzt nicht im Europapark, wir sind im Heidepark. Ja, das ist Marionettenfahrt, meinst du? Genau, Marionettenbootsfahrt. Und schaut mal. An was erinnert es euch? Das. Die Architekturen hier im Heidepark ähneln ziemlich stark dem Europapark, dem holländischen Themenbereich hier. Ja. Auch hier mit der Windmühle. Sieht sehr, sehr ähnlich alles aus. Es liegt daran, dass der früher der Herr Thiemann mit den Max zusammengearbeitet hat und die wirklich vieles Gleiches umgesetzt haben gemeinsam. Ist überhaupt nicht negativ angekreidet, aber warum? Ja, das ähnelt sich hier viel. Es ähnelt sich auch viel bei den Attraktionen, an Stationen, an Fotoautomaten. Man erkennt viele Parallelen zum Europapark, was wir eigentlich sehr schön finden. Ja. Weil wir davon auch ziemlich viel dann wiederkennen. Aber der Heidepark an sich schon selber. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter und da kommt der Zug und mit der Impression geht's weiter. Viel Spaß. Wir hören uns wieder Panorama machen. Was können Steine lösen? Nix. Man guckt gerade, was sie ihre Payback von Steinen lösen kann. Also besser für MENF haben wir festgestellt. Ja, so TomTom Schnellaufladegerät fürs Auto. Wow. Wie viele Punkte? 1499. Ich gerade im Angebot, 2499 Punkte. Okay. Was ist ja unnötig. Wenn, dann würde Ladekabel uns besser gönnen. Mit ja, so ein Ladeding fürs Auto. Fürs Auto. Wir gehen jetzt Richtung Panoramabahn, war echt schön. Ja, und kurz. Wir gehen jetzt den nächsten Magwerk-Klassiker fahren. Die Oldtimerbahn. Genau. Oder wir nehmen noch die Schiffschaukel mit.
Oder wir nehmen noch den Heidepark Express mit. Genau, Heidepark Express. Ist ja alles auf dem Weg. Also, ich würde sagen, wir fahren jetzt den Oldtimer-Park, den Heidepark Express und dann fahren wir noch Flug. Dann stellen wir es an. Ja, ja, und dann gucken wir noch, ob die Schiffschaukel auf dem Weg jetzt. Genau, aber jetzt fahren wir die Sachen und nach dem Blockflug melden wir uns wieder. Ja. Wenn wir nass sind. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Bottle your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? So, wir sind jetzt gerade noch Autobahn gefahren, oder? Heidepark Express, ja, wie der heißt. Zwei Runden. Jetzt haben wir uns auf ein gemütliches Bänkchen wieder gehockt. Also wie ihr seht, heute sind wir echt auf einem schönen Modus unterwegs. Mhm. Und danach werden wir eventuell Wildwasserbahn fahren. Aber wir haben ich will die Q-Line gesehen. Aber wir schauen. Heute ist echt ein chilliger Tag und wir sind auch ein bisschen geschlaucht von der ganzen Tour. Wir müssen ein bisschen ruhen. Morgen geht es dann weiter in den Serengeti Park, worauf ich mich mega freue. Serengeti Park, du hast abschalten. Alles, was du machst. Ja. Abschalten, entspannen. Du brauchst dann den Movie Package. Dann nochmal actionreicher Tag und dann ab nach Hause. Ich würde sagen, wir essen jetzt was. Wir haben uns Fleischbar mitgenommen. Ja, kleine Röschle. Und dann gehen wir Richtung Seen, große Achterbahn. Und zeigen euch einfach da ein paar schöne Aufnahmen, oder? Klingt das gut, ihr da draußen? Na, was wollt ihr auch anders sagen? Entweder schaltet ihr ab oder guckt weiter. Also dann wünschen wir euch viel Spaß beim Video und dann machen wir das nachher so, okay? Und dir einen guten. Danke. Und mir auch. Wir sind jetzt am See, am Panorama angekommen von dem schönen Heidepark Resort. Und wir sind jetzt mal in einem Themengebiet, wo wir die letzten zwei Tage noch nicht waren. Wir sitzen ab davor. Ins Krakenmaul. Wir sitzen vor Drachenzehen leicht. Drachenzehen, die Insel. So, warte. Ich denke schon. Zweite Werbung für Dreamworks. Hey. Ja, wir gehen jetzt da rein in dieses Themengebiet, schauen wir mal, wie's da, was da so los ist, was für Attraktionen sind. Was wir fahren, was wir nicht fahren und nehmen euch dabei einfach mit. Auf geht's. Ja. Dann zeigen wir ihm, dass wir ein Drachenreiter sind, oder? Auf geht's. Legen wir los.
was für eine Emotion man das so zeigt. Yeah. Auf geht's. Wo steckst du? Oh Mann, die verbotenen Höhlen. Ich sage es nur ungern. Sieh mich finster hier. Ich sorge mal für etwas Licht. So, jeder bleibt auf seinem Platz und hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Aha, okay. Die gute Nachricht lautet, wir haben den Feuergeist gefunden. Und die schlechte... Wir haben den Feuergeist gefunden. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahn, schau mal, das ist ein Eisgeist. So, wir waren jetzt auf Drachenzähmen die Insel. Ja, und danach haben wir die Drachengrotte gemacht, ein paar Karusselle und Fahrgeschäfte habt ihr gesehen. Und den Grottenblitz haben wir danach mitgemacht. Den haben wir danach auch noch mitgemacht. Und jetzt sind wir aus dem Grottenblitz-Ausgang rausgekommen und gehen Richtung Ausgang langsam. Ja. Genau. Ja. Und ich würde sagen, am Ausgang melden wir uns wieder zurück, oder? Ja, für ein Fazit. Also bis später gleich. Ja, Peppa Pig. Ein faul-sauer Tag war das. Ein faul-sauer Tag. Genau, so hat sich ja der Titel im Video bezeichnet. Faul-sauer. Faul-sauer Tag, oder? Ja. Ja, genau. Und ja, Tag 7 unserer Tour geht vorbei. Zweiter Tag im Heidepark hintereinander. Mhm. Heute sind wir wirklich ein bisschen die ruhigeren Sachen gefahren. Ja. Man muss sagen, wenn man die ruhigeren Sachen fährt, sieht man auch, was der Park eigentlich drauf hat in der Natur und in der Thematisierung. Sie können, wenn sie wollen, und sie können auch, das wissen wir ganz genau, bloß die Merlin-Gruppe spielt vielleicht da nicht ein bisschen mit. Mhm. Aber dafür kann der Park selber an sich halten. Genau, dein Fazit zum heutigen Tag oder so? Ganz gut. Es war nicht so voll, also zumindest da, wo wir angestanden sind. Ich glaube, die Achterbahn war noch heute sehr, sehr voll. Wir sind noch vorbeigelaufen, Krake 45, Desert Race 45, die anderen weiß ich gar nicht, aber ich denke wahrscheinlich noch mehr. Ja, was ich ja halt unlogisch finde, beziehungsweise, also hier wird beides eingehalten, Maskenpflicht und jede zweite Reihe einer Achterbahn wird besetzt. Allerdings aber beim Heidepark Express wird die Maske angelassen und jede Reihe wird besetzt. Genauso wie bei der Schiffschaukel. Also das verstehe ich nicht ganz. Also wenn, dann überall, finde ich. Aber na gut. Ja, doppelte Sicherheit ist ja gut. Sache. Doppelte Sicherheit ist ja gut, finde ich. Ja, aber dann überall. Das ist, hilft ja. den Zuschauern oder den Gästen doch doppelte Sicherheit zu bringen, ist eigentlich gut. Aber dann, wie Vanessa gesagt hat, das ist manchmal unlogisch. Überall einfach einhalten. Genau. Ja. Genau. Gut. Also ansonsten, mir hat der Tag auch mega gefallen. Mir hat Drachenzähmen die Insel nochmal sehr gut gefallen. Die Thematisierung dort, die Drachengrotte, wo wir gefahren sind, geil. Mhm. Die ganzen kleinen Themenfahrten, sehr schön eingebettet in Musik, Pflanzen und alles Mögliche in Thematisierung, wie ich gesagt habe vorhin. Genau. Genau, im Großen und Ganzen aber ein super Tag. Auch mal, wenn man ruhigere Sachen hat. Ja, das war ein ruhiger Tag. Das Einzige, dass wir als Eckstreiches gefahren sind, war Grottenblitzer zu Ende. Eigentlich so, ja. Genau. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und nach unten da, ist auch egal. Wenn ihr zwei sind schon richtig am Arsch. Genau, wenn ihr Lust habt, die Tour nichts mehr zu verpassen, Tag 8, da geht es nämlich in Serengeti-Park. Da freue ich mich drauf. Dann abonniert diesen Kanal, um einfach nichts zu verpassen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und
Ja, ich würde sagen, eure liebe Vanessa und euer lieber Philipp vom Dream Team sagt euch tschüss. Bis zum nächsten Mal aus dem schönen Heidepark. Liebe Grüße. Aus dem bis zum nächsten Mal aus dem schönen Serengeti-Park. Liebe Grüße, euer Dream Team. Macht's gut. Ciao. Ciao.